erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Das schrieb Matthäus in seinem Evangelium vor etwa 2000 Jahren. Wenn man diese Geschichte mit heutigen Nachrichten vergleicht, kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Damals wie heute fliehen Menschen, um dem Tod zu entgehen. Sie verlassen ihr Zuhause und legen weite Wege zurück, um zu überleben. Und dann kommen sie an, hier in Europa, auch in Deutschland. Was erwartet sie bei ihrer Ankunft? Ankunft. Das ist die deutsche Übersetzung für das lateinische Wort Advent. Bekannt als Zeit der Vorbereitung für Weihnachten. Als Zeit der Lebkuchen, des Glühweines und des Geschenkeinkaufs. Auf Weihnachten bereitet man sich gut vor. Doch wie bereitet man sich auf die Menschen vor, die nach einer Flucht ankommen? Muss sich das Drama ihrer Ankunft denn immer wiederholen? Kennen Sie das Gefühl des Ankommens? Ich lade Sie ein. Gehen Sie nach den Weihnachtseinkäufen für eine kurze Zeit in eine Kirche und genießen Sie die Stille. Sie sind dort willkommen. Lassen Sie sich ein auf die Liebe Gottes, um anderen zu sagen: Du bist willkommen. Du darfst ankommen.